Hey Leute, willkommen zurück hier bei Deponia Doomsday. Wir sind jetzt tatsächlich auf Elysium. Ich bin so froh, dass wir es endlich mal geschafft haben. Zumindest so einen kleinen Teil von Elysium können wir uns hier anschauen. Wir sehen hier noch so einen schönen Turm, so eine schöne Säule. Ich habe keine Ahnung, wie das hier mit den Wohnungen aufgebaut ist, ob hier jeder irgendwie in einer Etage wohnt. Auf jeden Fall haben wir hier Hannah und Tanner. Und keine Ahnung, worauf das eine Anspielung ist. Also ich meine, Hannah ist wahrscheinlich auf die Farbe. Henna, weil es gibt ja so ein Färbemittel, natürliches. Darauf könnte das angespielt sein oder anspielen, keine Ahnung. Wir schauen uns mal Henna an. Das Viertel geht wirklich langsam den Bach runter. Warum das? Das Viertel geht wirklich langsam den Bach runter. Warum das denn? Gehen wir mal zu Henna. Wollen wir noch einmal Turtelgrau probieren? Aber Schatzi Spatzi, wir Bitte hatten doch schon was? gesagt, dass uns das zu duster wird. Vielleicht holt ihr noch eine Expertenmeinung ein. Huch, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Tja, ich bin wieder Klimawandel. Aber ihr könnt mich auch Rufus nennen. Du bist ja ein richtiger Spaßvogel. Ich bin Henna. Und Oh. das dort ist mein Mann Tanner. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir haben ein kleines Problemchen mit unserem Nestbau. Wir finden einfach nicht die richtigen Nestbau. Gardinen. Die Weichkopfmemmenschals haben diese tollen Früheinfädler. Aber das Muster ist uns zu wenig Biedermeier. Die Hängeschwanzschlafflappen hingegen sind schön kleinkariert. Dafür darf man sie nicht warm duschen. Tja, mit der Ehe kommt die Krise. Ach nein, nichts kann unsere Liebe überschatten. Außer vielleicht die richtigen Gardinen, wenn wir sie für ein Schmusi-Wusi-Stündchen zuziehen. Wie wär's mit Gänsehaut? Die kriege ich nämlich, wenn ich die beiden so reden höre. Gänsehaut gibt es leider nur in den Farben Einhornkotze und Schleimbeutel. Vielleicht müssen wir uns doch noch weitere Muster kommen lassen. Ich weiß nicht. Ich finde, die Auswahl passt zu euch. Ein Schmusi-Wusi-Stündchen. Das ist ja grauenhaft. Und, kommt ihr voran? Ist das nicht egal, solange wir uns lieben? Stimmt. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir Gardinen aussuchen, Henna. Ach, Tanner, das hast du schön gesagt. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Muster. Ach, ihr seid ja sowas von randständig. Bin mal gespannt, ob wir noch mehr Muster finden. Vielleicht in der Farbe Schleimbeutel. Ich fand, das klang auf jeden Fall nach einer guten Farbe. Gehen wir doch mal in den Raum rein, weil eine andere Möglichkeit haben wir hier wohl erstmal nicht. Cool. Psst. Cool. Verdammt. Da muss ich mich wohl auf mein detektivisches Gespür verlassen, um Ulysses nicht über den Weg zu laufen. Oder ich folge einfach der engelsgleichen Stimme da, durch diesen Durchgang da vorne. Wie viel wollen wir darauf verwetten, dass das nicht Goal ist? Monsterfußpantoffeln. Was die Peter wohl dazu sagt? Nimm mit. Geil, die will ich haben. So. Bilder. Hui, jetzt habe ich natürlich Angst, dass wir Ulysses über den Weg laufen. Oh, das ist ein Bild von Goal. Goal hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Oh, ich würde die gerne alle detaillierter sehen. Eine Kohlenzange. Die erinnert mich an meinen letzten Zahnarztbesuch. Ich hatte einen Bohrer und etwas Lachgas mitgehen lassen. Am nächsten Tag wurde ich aus dem Kindergarten geworfen. Das hat man davon. Ja, so ist das eben. Passiert einfach manchmal, Rufus. Kennen wir doch alle. Wo können wir denn sonst noch lang gehen? Nach oben können wir scheinbar nicht. Nee, wir können uns zum Flügel. Der Elefant, der seine Stoßzähne für dieses Klavier gelassen hat, litt offenbar unter starker Karies. Fast jede zweite Taste ist schwarz. Gibt's denn hier keinen Zahnarzt? Okay, wir können aber hier lang gehen. Ich möchte jetzt eigentlich noch nicht mal das Klavier ausprobieren. Nicht, dass wir irgendjemanden anlocken. Klopf, klopf. Darf man eintreten und beim Duschen stören, meine bezaubernde Silhouette eines alten, nackenbehaarten Mannes. Ja. Hey, Dad. Ich wollte mit den anderen für ein paar Tage auf den schwebenden Gärten zelten. Nur zu, nur zu. Solange du nicht wieder die Parkwächter zu Musikdatasettenspielern umprogrammierst. Du bist der Beste. Ciao. Oh, nicht doch. Nein,
Kleister. Ich habe sie verpasst. Hey, wer ist da? Was haben Sie hier verloren? Zimmerservice. Ein Klon? Sind etwa die Dienstbots wieder defekt? Ja, es grassiert gerade eine Robokulose-Welle. Sehr ansteckend. Auf Ebene 5 husten sogar schon die Toaster. Ist das so? Ach, egal. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Sehr wohl. Ach ja, wie schön die Bürste bei Ulysses platziert war zu Beginn, als man seine Silhouette gesehen hat. Die war natürlich da ganz zufällig platziert. Auf jeden Fall. Ich bin am Ziel. Und es ist noch viel schöner, als ich es mir in meinen feuchtesten Träumen ausgemalt habe. Feuchtes Toilettenpapier. Ja, okay. Lass mich mal weiter singen und duschen. Können wir erstmal den Flügel benutzen? Ich nenne es Etude für Gaul in A7 oben kariös. Okay. Dann gehen wir mal raus. Oh, wir haben nur eine bestimmte Zeit, sehe ich gerade. Das hätte ich vorher wissen müssen. Verdammt. Aha. Gaul? Ja? Wer spricht da? Du darfst nicht gehen. Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich noch die anderen Gesprächsoptionen ausgewählt. Ich dachte halt, ich muss mehr auf die Zeit achten. So. Gegengewicht. Ältestenrat, Habitatring, Funzone, Chill-Out-Zone, untere Schleusen. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Können wir... Nee, da können wir nichts hinpacken. Chill-Out-Zone. Das war probier... Können wir das mit der Zange machen? Nee. Hä? Ich verstehe gerade nicht, was... Ja, das sind alles keine schönen Töne, aber wie sollen wir denn einen schönen Ton hinbekommen? Weil... Hä, ich kann auch nichts kombinieren. Das verstehe ich gerade null. Das war aber keine schöne Melodie. Du musst dir schon mehr Mühe geben. Aber... Du schon wieder? Kennen wir uns? Noch nicht. Das müssen wir ändern. Stell es auf die Liste, ganz hinten hin. So grießgrämig. Dabei ist so ein wunderschöner Tag. Und ja, wenn du nicht weißt, wo du dich zuerst amüsieren sollst, kein Problem. Ich kann dir alle Fragen beantworten. Super. Frage 1. Gibt es hier auch ein Interface, das mich nicht zulabert? Das ist Elysium. Hier gibt es alles, was du dir wünschst. Du musst einfach nur den Schlegel nehmen. Was denn für ein Schlegel? Oh je. Da hat doch wieder so ein Hallodri den Schlegel geklaut. Mach nichts. Dafür bin ich ja da. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. So funktioniert das also. Alles klar. Ich muss ihn schleusen. Nein. Ich muss schleusigst zu den Schleunen. Schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's! Okay. Und sie ist natürlich schon weg. Du dicker Vater, das Hochboot hat bereits abgelegt. Ja. Was mache ich denn jetzt? Willst du meinen Vorschlag hören? McChronicle, was machst du denn da immer noch in den Schächten? Mich nicht einmischen. Du bist so langweilig, Mac. Wir sind hier im Paradies und du steckst deinen Kopf in den Sand. Okay,
Vielleicht ist Goal nicht mehr hier. Aber sie kommt ja zurück. Und so lange habe ich zwei Worte, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Fun Zone. Bist du irre? Du müsstest auf Deponia sein und die Welt retten. Wozu Deponia? Der ganze Sinn und Zweck meiner Enquete lag doch darin, nach Elysium zu kommen. Um Deponia zu retten, muss ich nichts weiter tun, als beim Ältestenrat vorzusprechen. Sieh es ein, dies ist eine Abkürzung zu meinem wohlverdienten Happy End. Und ich brauche mich dafür nicht einmal in den Tod zu stürzen. Aber... Barbara, Barbara, wenn du mich suchst, ich bin in der Funzone. Gehen wir wieder zurück? Ja. Tatsächlich. Willkommen in der Funzone! Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis! Wähle eine von vielen Attraktionen aus und vor allen Dingen habe Spaß! 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 Oh Gott! Da hätte ich bestimmt keinen Spaß. Wir können Autorennen machen, Golfen, Bällebad, Pool. Ich bin für Bällebad. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie machen wir das? Die Steuerung ist total eigenartig. Ich verstehe die Steuerung nicht. Die Steuerung ist halt total kacke, weil die so super... Weil die so super unflexibel ist. Kann ich das auch mit WASD machen? Nein. Weil die halt... So, ich brauche 10.000, ne? Ist er? Sie nicht. Da ist er. Nee, das ist ein... Das ist ein Schnabeltier. Nein. Wo ist der Spacko? Da ist er. Ich hoffe, du wirst alle gemacht. Okay. Dann ab zum Pool. Okay. Blubbern wir mal. Interessant. Okay, Golf. Yay! Das Einhorn! Wie süß! Aber... Ach, ich muss das nochmal machen. Oh, okay. Also noch mehr Stärke. Muss ich jetzt so lange machen, bis ich treffe? Oder wie läuft das? Nein, das funktioniert schon mal auch nicht. Aber das Einhorn ist so knuffig. So, wir machen jetzt mal Maximum Power. Auch das funktioniert nicht. Warte mal, kann das überhaupt funktionieren? Das Gefühl, es funktioniert einfach nicht. Getroffen? Ich habe getroffen! Na endlich! Oh. Wir haben nicht getroffen, wir sind drüber. Und das Einhorn hat sich in den Tod gestürzt. Das war ein schönes Ende. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich weiß nicht mal die... Hallo? Ich verstehe die Steuerung nicht. Okay.
Ja, endlich gewinnen wir hier auch mal. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Das war lustig. Warum isst er den Pilz? Hört nur an. Rufus! Was sitzt du denn da rum? Das sollten wir unbedingt wiederholen. Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Hm? Wo? Ach, die haben Pilz gegessen. Alles das klar. Ist nur mehr Chronicle. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen, wenn wir nicht... Hä? Und warum regt er sich so auf? Keine Ahnung. Der ich verstehe nur... Zum Glück bin ich ein Experte im Schlabberlippenlesen. Ich fürchte, es gibt ein Zeitreset, der... Ich glaube, es heißt Zeit fürs Bett. Es gibt ein Zeitreset und der steht kurz bevor. Es bläht der Chor. Also für mich klang das eher wie Zeitreset steht kurz bevor. Ach, du hast auch keine Ahnung. Aber das würde ja keinen Sinn ergeben. Es sei denn natürlich... Oh, oh.